Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 in unserem RP-Projekt auf der wunderschönen Map Fichtal. Ich bin gerade hier mit meinem geschätzten und überall alles geliebten Mitarbeiter Markus. Richtig dick aufgetragen, ne? Mhm. Ja. Zu dick. Ja, genau. Okay. Ich stehe hier mit Markus. Und er möchte uns was enthüllen. Ich möchte was enthüllen? Ja, so eine Kurzfassung, was du vorhast. Ach, weiß ich mal. Ja, ja ich will die BGA kaufen. Genau. Er möchte sich hier diese BGA kaufen. Unter einem eigenen Hof. Der ist bereits schon angelegt. Hier, BGA Il. Ne? Und ja, kannst du uns eine kleine Zusammenfassung geben? Deine Zusammenfassung, um Gottes Willen. Ja, eine kurze. Zwei, drei Minuten. Ich brauch 3 Mille. Oh, wow. Für Feld, Maschinen und BGA. Und ich warte gefühlt seit 2 Stunden, dass ich das von dir kriege. 2 Stunden. Also weißt du was, dann machen wir es anders. hol den Kalkstreuer, das Feld muss gekalkt werden. Alter. Dann kannst du vorausfahren, kalken und ich hinterher mit säen. Ist ja auch für dich. Ich will mich hier nicht selbstständig machen. Nee. Sind wir noch angestellt? Ja. Rudi, du legst mir immer so viele Steine in den Weg, ne? Ich weiß. Ja. Können wir nicht einfach. Nee. Das erstmal. Ey, ich muss beim Händler den scheiß Auftrag eingeben. Ja, dann los. Wow. Warum laufe ich eigentlich ein bisschen hinter, wenn der Traktor dort vorne steht? Ich habe keine Ahnung. Alter. Nee. Na, wenigstens hat er sie gewaschen. Fahren, Alter. Motz nicht. Ich motz da gar nicht. Ne? Nee, hab nicht gesagt. Mhm. Fertig. Ah, noch ein Stück. Gut! Ja, passt schon. Eifen in der Fresse. Na ja. So. Stellt dich so an. So, wie viel Geld brauchst du? 3 Mille. 3 Mille. 3 Mille. Jetzt sofort. Ja, sinnvoll. Du weißt, dass du schon eine halbe Million da von der Bank gekriegt hast, ne? Ja. Und du brauchst trotzdem zusätzlich noch 3 Mille. Wie eine halbe Million von der Bank? Auf deinem Geschäftskonto. Ach so, nee, dann brauche ich nur 2,5. Ja, 2 gefällt mir besser. Muss aufklappen, ne? Ja, ja, ich weiß, ich will mich da erstmal ausrichten. Ach so. Mein Gott. Gut. Dann leg ich nochmal kalten Apfel. Und vergesst nicht, Steine zu sammeln. Die drückt man nachher rein. Oh, genau. Wieso nehme ich denn mein Telefon? Wie hast du es dann vor, zurückzuzahlen, ne? In Raten? keine Ahnung, was ist denn aktuell der Zinssatz überhaupt? Der aktuelle Zinssatz läuft sich auf. Wieso nimmst du dir keinen normalen Kredit? Kann ich auch machen. Ich weiß ja nicht. 3,1%. Oh ja, nehmen wir einen normalen Kredit. Weil ich habe jetzt fast 1 Million ausgegeben. Wie? Ja, ich habe doch einen Häcksler bestellt. Ja. Und der Zuckerrübenernter muss auch noch bezahlt werden.
Hast du auch von ihm gekauft? Ja, der war ja als quasi Vorführer da und den habe ich jetzt gesagt, den würde ich kaufen. Ich dachte, es war ein Kartoffelernter. Hm? War das nicht ein Kartoffelernter? Nee, Zuckerrübenernter. Ah, okay. Naja, dann, ja. Ja. aber ich muss mal schauen. Wenn du nicht auf die Trichter kommst, dass ich mir irgendwann mal die Rüben auskaufen muss. Hm. Ich weiß schon, dass die Rübenmaus, keine Ahnung, so knapp eine halbe Mille kostet. Alleine. Naja. Rudi, du machst mich fertig. Nicht als Angestellten. Aber wir haben es doch bis jetzt gut miteinander. Ja, also... Nee. Du bist selber schuld. Ich weiß. Geht wieder. Wie läuft das dann eigentlich mit dem Kauf ab? Mit dem Kauf? Ja. Ja, das wickeln dann gleich jetzt beide zusammen ab. Okay. So. Ich meine, jetzt war zwar selber von schon mal auf dem Grundstück drauf, aber ich habe es halt auch noch nicht ganz genau angeschaut. Also ich habe so jetzt so viel gesehen, also Heiligen großartig steht dort auch nicht. Auf jeden Fall werde ich mir dort irgendwie erstmal Schranken bauen lassen. Weil du kannst ja, das Ding ist ja wirklich öffentlich zugänglich. Ja, da muss ich schon was machen, dass da nicht jeder... Dringend. Da muss gewalzt werden. Perfekt. Steine nachher weg. Ja, dass da nicht jeder draufkommt, ne? Ja, ja. So. Die Sämaschine habe ich mir übrigens, konnte ich mir vom Fahrzeughändler mieten. Also, ausleihen. Ja, die stand da unten, ne? Ja, warte, das ist die doch vom letzten Mal, ne? Nee, das ist eine andere. Die ist von einem Unternehmen aus Stuttgart. Stuttgart? Gibt's Landwirtschaft? Wahrscheinlich ein Feld und wir haben die Sämaschine des Bauern da. Das ist wahrscheinlich das Feld, was genau in dem Autobahn liegt. Vermutlich. Sag gut. Oh. Gut. Nee, Also weißt du, wenn, ich sag jetzt mal, so mit einer Million oder so könnte ich dich locker unterstützen. Dass du nur so zwei, eineinhalb Millionen Kredit nehmen müsstest. Ja, also wenn du das tun würdest, das wäre mega. Ja, dann kannst du quasi erst einen anderen Kredit zurückzahlen, bevor du dann da bei mir, ne? Ja, bei dir kann ich es auch mit abarbeiten gleichzeitig. Rein theoretisch, als wenn du das mit zulassen würdest. Ja, müssen wir einfach einen Vertrag machen, damit beide abgesichert sind, ne? Können wir tun, ja. Ja. Ich hab da wesentlich was dagegen. Das ist im Gegenteil, es spielt mir sogar noch mehr in die Karten. Ja, nee, würde ich dir so quasi ein bisschen entgegenkommen. Nee, das wäre mega. Da war hier die Ecke. Bin mir echt sicher, das wird. Ja. Aber du hast noch gesagt, du möchtest noch was nebenbei machen. Neben dem, neben der BGA. Ja, das ist Logistik, ja. Ja. Logistik und Transport. Und mein Kalk ist leer. Na ja, klar. Logistik und Transport, ja. Okay. Da würde ich, also bei Logistik und Transport würde ich eh höchstwahrscheinlich erstmal, also da habe ich ja eh erstmal dann die Abroller, aber was jetzt Schüttgut-Transport anbelangt. Und wenn jetzt Palettentransport irgendwas kommen sollte, dafür würde ich mir höchstwahrscheinlich dann mal den Tieflader ausleihen oder ich muss mal halt irgendwann mal einen gebrauchten Pritschenwagen mal noch zulegen. Ja, also einen Pritschenwagen haben wir ja noch für Paletten. Ja.
Wo ist er nicht? Ja, oder halt, sehe ich vielleicht irgendwann mal noch einen eigenen LKW noch, einen zusätzlichen und halt Planwagen dazu. Weiß ich noch nicht, das muss ich mir erst mal durch den Kopf gehen lassen. Ja, muss ja auch schauen, wie die Auftragslage ist, ne? Ja, und dazu muss ich mir eh dann irgendwann mal noch ein Grundstück kaufen, wo ich dann vielleicht irgendwann ein paar Unterstände für die Paletten hinbaue. Mhm. Das wird alles dann noch in ferner Zukunft. Erstmal will ich haben, dass die BGA dann wirklich läuft. Ja. Das ist erstmal das A und O dann. Da muss ich auch noch, was die Logistik anbelangt, muss ich ja dann auch mit dem Landhandel, muss ich ja auch noch die ganzen Verträge noch durchgehen und aufarbeiten. Was Einlagerung anbelangt, das muss ich ja dann auch noch irgendwann mal an die Bürger, an die ganzen anderen Landwirte hier noch mal verteilen. Ja. Also, das würde mich auch schon riesig freuen, wenn die das sogar mitnehmen würden. Ja, also hoffe ich doch schwer. Ich hoffe es auch. Ich kann es mir gut vorstellen. Also, ich meine, ja, ich bin jetzt von dem Preis jetzt auch erstmal relativ weit unten, dass es halt auch erstmal ein bisschen ankommt. Mhm. Dass ich halt nach oben hin auch nochmal ein bisschen was ziehen kann irgendwann mal. Ja, aber verkauf dich nicht zu billig, sage ich dir. Nee, das auf jeden Fall nicht. Ja, höchstwahrscheinlich für die, keine Ahnung, für die ersten zwei oder drei Bauern vielleicht, die halt, sagen wir, den Service vielleicht beanspruchen. Da werde ich vielleicht vom Preis ein bisschen weiter runtergehen an sich. Aber alles als so für die ersten Lieferungen. Aber dann muss ich echt mal gucken. Dann muss ich aber noch einen Plan ausarbeiten. Mhm. Sag mal, weißt du, würdest du auch abfahren? Natürlich. Okay. Und dann würde ich dann vielleicht auf dich zukommen. Das hätte ich eigentlich im Allgemeinen gedacht. Also generell das Transport oder Abfahren ist, wie gesagt, weil dieses zweiseitige Schwert, ne, wie man so schön sagt, das LU und die BGA. Ja. Also so viel habe ich ja schon mal mitgekriegt, dass man Hof und die große BGA nicht zusammennehmen sollte, weil das schon ein sehr enormer finanzieller Vorteil wäre. Mhm. Hat aber keiner gesagt, dass es keine zwei verschiedene machen dürfen. Nö. Also, dass da kein anderer auf die Idee gekommen ist. Ja, du bist jetzt der Erste und ich sage Glückwunsch. Ja, man braucht halt nicht nur im Kopf, man braucht halt auch im Arm, ne? Ja. Na, auf jeden Fall. Also ich meine, du hast auch bloß von jeder Sache jeweils 50%, ne? Aber. Ja. Ja. Lassen wir jetzt so im Raum stehen. Genau. Schön haben wir darüber gesprochen. Ja. Schön, dass ich mal die Wahrheit sagen durfte. Genau, Kündigung kommt. Kannst ja machen, ja. Deine Million ist übrigens Kreditzins 25%, ne? Ich glaube, ich verlasse total wieder. Okay, ich glaube, ich fahre wieder eine schwarze Pumpe zurück. So. Kauft er mich einfach nur wieder? Ne, wo? Niemals. Tollsten und besten Mitarbeiter, den er je gehabt hat. Mein einziger. Ja, ist ja auch nicht richtig. Ja, alles andere sind Teilzeitkräfte. Oh, wow, ja stimmt, der riecht ja schon nach Erde, der andere. Ja. Erde. Das ist, ja, was denn, das ist klar, das zu sagen. Ja, das Ding riecht nicht nur nach Erde, das Ding ist Erde. Ich hätte es eher gesagt, der riecht nach Schnaps, aber Erde geht auch. Ja, gut, das ist. Es ist ein anderes. Das ist eine andere Geschichte. Genau. Oh. Wenn ich also an die Geschichte vom Weihnachtsmarkt denke. Ja, ja. Ich weiß ja nicht du, ne? Mach die Karre aus. Da war gut beieinander, also. Bisschen sehr gut, hä? Ein bisschen sehr gut, ja. Find's ja schön, ne? Das Tor ist ja schon offen, dass er die Spritze reinfahren kann. Ne? Nee, man lässt es einfach hochstehen.
Weißt du, die stand halt schon draußen. Ja, ich. Oh, das fahre ja nie wieder irgendeine Gerätschaften nach Hause. Also. Ja. Gut, ich weiß halt nicht, ob er von sich aus eine Spritze unterscheiden kann. Wieso nicht? Sieht das? Gut, ich hätte ja auch sagen können, wo die hinkommt. Ja, mit den Reifen genau drauf. Geil. So muss das, Leute. So muss das. Ne? Abgepasst wie nur etwas. So. Ja, was ist das nächste, was wir machen? Genossenschaft? Dann für den Anfang würde ich mal sagen, Systemproduktion oder so. Ja. So klein anfangen. Ich mal so, keine Ahnung, an Übernahme an Fichtal gedacht. Ich würde mir erstmal den Hof Smith kaufen. Ja, warum nicht? Einfach weil ich es kann. Ich. Wie viel willst du denn hinlegen? 4 Millionen? Nee, 350.000. Oh wow. Ist ja sehr großzügig. Ja, vielleicht noch 60.000 obendrauf für seine Schafe. So. Aber, ich lasse es immer hier so stehen. Komm mal zum Pickup. Ich habe noch eine kleine Überraschung für dich. Pickup. Ja, mein Pickup. Ich glaube, ich muss dann erstmal meine Eigentumsübertragung hier machen. Dass ich mein Auto mitnehmen kann. Ja, ja, das machen wir dann. So, einsteigen. Ja klar, kannst auch hin. Wieso nicht? Ja, ich will mich jetzt mal chauffieren lassen. Mhm. Ich hätte ja auch gesagt, wir fahren mit dem Volvo, ne? Aber. Nee. Geht Feldweg. Denk an deinen Unterboden. Ja, okay, das ist schon leicht aufgerissen. Ja. Machst du 2-3 Mal und dann ist weg. Tatsache. Mhm. Ich glaube, da muss ich mir aber auch noch was überlegen. Aber naja, hinten raus oder vorne raus kann ich ja. Höher liegen. Nee, das machen wir nicht. Leute, sorry wegen der Qualität. Die Grafikkarte kackt mal wieder vollkommen ab. Das ist unglaublich. Das ist schlecht. Ja. Warte, bis die neue ein bisschen Preis reduziert, aber zum Black Friday sind die Preise hochgeschossen. So. Und das hier für ein Weg? Waldweg. Ja, merk schon. So. Wir haben noch ein bisschen Zeit hier. Wir können uns mal ganz kurz die BGA ein bisschen anschauen. Zwei schöne Silos hast du hier, ne? Na, die habe ich vorhin schon gesehen, ja. Ja. Ich finde vor allem das Reh, was da oben in der Luft schwebt, finde ich cool. Ja, das ist bei mir nicht. Wow. Nee. Das sind okay. Deine Rehe, die da schweben, nicht meine. Okay, so weit ist es schon wieder. Ja. Ja, der große Vermender ist schon mal gut. Ja, da hast du ordentlich Platz, ne? Mit ja. 4 Pressen hier unten. Da wird es wahrscheinlich bei Zeiten. Ja. Ja, da wird es bei Zeiten Zeit werden, ja. Radlader zu nehmen. Ist ja auch gar nichts mehr auf der BGA hier, ne? Nicht einmal Unterstand, gar nichts. Ja, aber hast wenigstens noch ein bisschen Platz, was hinzubauen. Ja, das auf jeden Fall. Das finde ich auf jeden Fall schon mal gut. Ich habe mir eigentlich auch schon mal überlegt, hinten vielleicht die 96 ein bisschen einzugrenzen und hier hinten es noch zu erweitern. So. Ja, oder... Aber der ganz obere Teil da.
Ja, ja. Hier wenn, hinten würde ich. Wenn dann hier oben noch. Vielleicht bei der Einfahrt. Genau. So. Ja. Oder zwar eigentlich hier die, was ist das, 101? Ja, 101, ne? Ist auch schön gerade in diesem Teil. Ja. Irgendwie werde ich das schon machen. Ja. Das ist nett. Oder du kaufst halt... Den Wald. Den Wald? Ja, ich denke mal, ich werde mir bestimmt hier hinten dann alle mit Solarplatten ja. bestimmt. Also das werde ich mir auf jeden Fall machen. Ich will eine Halle mit Solar oben drauf haben. Ja. Nicht wegen der Umwelt, aber wegen meinem Geldbeutel. Ja, oder auch vielleicht mal einen Hof Smith anrufen. Weißt du, nach gegebener Zeit, dass vielleicht dass dieses Feld erwerben könntest. Und vielleicht sogar eintauschen. Oder so, ja. Da müssen wir mal schauen. Also, mein Freund, komm mal mit. Jetzt bin ich gespannt. Ich dachte mir so, ein richtiger BGA-Besitzer, der braucht halt auch ein richtiges Gerät, ne? Oh, wow. Und, Wenn man vom Teufel spricht, ne? Ey, Rudi, du hast eine Macke, ey. Es wird dir hier was Kleines geliefert. Ey, Rudi, du hast eine Meise. Du hast eine Macke, ey. Ja, ich weiß. Aber komme ich mir klar. Mahlzeit, die Herren. Ach, Klaus. Ja, guck, Herr Ihl. Du hast doch eine fällige Meise. Interessante Transportstellung, die du da hast. Ja, das auf jeden Fall. Also, ja. Der Dorfscheriff war schon hinter mir die ganze Zeit. Echt jetzt? Also? Echt jetzt, ja, aber der ist angehalten. Ach, irgendwann. Hat er keinen Treibstoff mehr. Da mache ich gleich ein Schild vorne dran, dass der bei mir auf dem Grundstück gar nicht erst aufbauen kann. Sekunde, Telefon? Ja. Ey, Rudi, du hast doch eine Meise. Ja, weiß. Ja, so. Sag mal ein. Kannst aber du gleich runterfahren. Nicht. Ich darf nicht. Darfst du nicht? Nee. Darf ich? Die Schlüssel. Ich darf. Ich hab keinen Schlüssel. Warum hast du einen Schlüssel einstecken und ich nicht? Wenn schon meiner ist. Ach Gott. Warum sagt Gott was anderes? Hol ich mir einen Schlüssel. Ja. Er ist nicht der ganz große. Aber ich denke, mit dem kommst du schon gut zurecht. Also auf jeden Fall mit dem Heckgewicht, das reicht auf jeden Fall erstmal. Ja, ja. 5000er Schaufel. Oh, wow. Ja, passend zum Auto, ne? Ja, klar. Klar. Du ahnst es nicht. Oh, Mann. Ah, ich würde so gern dein Gesicht sehen, aber es Werbung bei dir. Mach nichts, das musst du gleich sehen. Ja. Musst mich halt abonnieren. Ja. So leid es dir tut, ne? Musste mir halt einfach... Oh nee, Alter. Guten Tag. Hallo? Ich schon wieder. Ich wollte eigentlich mal kurz Ihren Mitarbeiter noch mal kurz einführen. Also mitnehmen. Wieso? Ich hätte nur mal 1, 2, 3 sich Fragen an ihn. Ja, können wir das nicht nachher machen? In 10 Minuten? Er soll mich einfach noch mal anrufen, ganz einfach. Wenn okay. Wenn Sie sehen. Ich werde es ihm ausrichten, ja? Er ist ja scheinbar nicht hier.
Ne, ich weiß auch nicht, wo er ist, ne? Nicht springen! Ja, wo war er doch? Ich glaube, sie sehen Geister, ich sehe da nichts. Ah, gut. Ich bin ja auch schon alt genug. Ja, ist so. Ich bin so alt für jetzt, sei ich hier. Genau. Schönen Tag noch. Gleich fast. Tschüss. Tschüss. Ist er weg? Markus, noch nicht. Er ist noch hier. Ah. Ich mag den nicht. Ich mag den nicht. Ey, das wird meine erste Amtshandlung sein, an der Biogasanlage. Dort vor den Schild zu hinzubauen. Keine Polizei auf diesem Grundstück. Hm. Wohin fährt er jetzt? Ich weiß es nicht. Das ist sehen. Ah, bleib noch unten. Naja, ich verstecke mich noch. Ich bin oben auf der Plane. Okay. Ich bin dort auf dem Gerüst oben. So, ganz runterkommen. Er ist weg. So. Ja. Kann man nur so nervig sein. Ja, echt. War der Sheriff gerade hier, ja, oder ja, was? Ja, ja. Wow. Hast du gepennt, oder was? Ja, war ein telefoniert. Ah ja. Hätte ich auch machen sollen. hätte ich nicht auf die Biogasanlage hochkrabbelt. Nee, aber ey, echt schöne Aussicht von da oben, ne? Ja, schön, schön. Ja, dann würde ich sagen, ein Hoch auf die BGA. Hoffen wir, dass das gut kommt. Ein Hoch auf die BGA, ne? Ja. Ja, dann wird die nach jahrelanger Zeit auch mal wieder benutzt, hä? Ja, oh, ist ja. So, ist so. So. Ich denke mal, das Erste, was ich auf jeden Fall machen werde, ich werde ja bestimmt mal durchgehen und erstmal schauen, ob ja überhaupt noch alles dichter ist. Ja. Bin nach dem Wasserflecken hier? Naja. Oh. Aber Rudi, ne? Ja. Also, bin dir echt für den Radler da dankbar, ne? Ja, ein Ding. Das bringt aber nichts, wenn ich keine Schlüssel hab. wir müssen den dann sowieso noch auf dich überschreiben. Ja, das ist sinnvoll. Ansonsten macht das relativ wenig Sinn. Aber warte mal, ich kann dir mal hier den Reserveschlüssel geben. So, Männers, ich muss aber wieder los. Ja, mach das. Ja, mir ist heute voll stressiger Tag hier. Ja, ja, Klaus, zu dir will ich dann auch nochmal. Ja, ich weiß, deswegen ja. Super. Klaus, Lieferung kannst du auch verrechnen, ne? Ja, ja, das geht schon klar. Super, pass auf, der Sheriff ist sehr gut dagegen, ne? Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Oh, ich muss mal gucken, ob ich meinen Blitzerwarner wieder mit drin hab. Der sagt mir auch, wo der Streifenwagen rumfährt. Ah. Ich glaub, den bräuchte ich hier mal über auch irgendwann mal. Ja, hier muss man echt vorsichtig sein. Mal gucken. Ja. Soll er mal hochfahren, soll er den Förster mal ein bisschen ärgern. Aber so ganz koscher wirkt er mir nicht. Nee, ich glaube, der wurde wahrscheinlich strafversetzt oder sowas. Strafversetzt. Mach ich toll. Oh, jetzt wird's lustig. Ja? Bestimmt. Hm. Hm. Oh, er ist gerade oben, hä? Hm? Hm. Naja, dann wo ist der? Sind die alle oben auf dem Berge oder was? Ich glaub's, ja. Dann muss ich einen kleinen Umweg fahren. Ja, einmal ich auch. Oben rum. Oh, dann fahr ich doch mal oben rum. Ja. Dann bis später. Jo, bis dann. Jo, bis später. So. Aber wir sind wieder völlig bei einer Überlänge angelangt. Fast 30 Minuten. Fast 30 Minuten. Aber hat sich ja jetzt zum Schluss noch gelohnt. Hat sich echt gelohnt, ja. Ja. Super. Ja, vor allem für dich, Markus, ne? Hast du mit gerechnet? Gar nicht. Okay, gut. Überhaupt nicht. Gut, gut, gut. Ja, perfekt. Dann ist ja die Überraschung gelungen. Guck doch, der Radler, Alter. Also, ich hab mit dem Klaus vor uns noch so abgesprochen, ne? Also mit dem Christian. Aber ich fand es extra noch so abgesprochen, ja, wenn man irgendwo so, was weiß ich, so ein 900er Fendler irgendwo finden würde, ne? Ja, oh geil, ne? Kommst du mit dem Radler um die Ecke?
Kannst auch damit einkaufen gehen. Ja. Ist eingelöst, hat Straßenzulassung. Straßenzulassung? Ja, hat Straßenzulassung. Quatsch. Aha. Tatsächlich. Tatsächlich. Natürlich. Jetzt wäre eigentlich noch so ein Volvo-Traktor, wäre doch geil. Gibt's denn nicht? 500 PS Volvo-Traktor. Oh Mann. Rudi, du schaffst mich. Ich weiß, ich weiß. Doch, es gibt einen Volvo-Traktor. Ja, es gibt den, ich weiß. Aber der hat nicht großartig viel Leistung. Nee. Den kann ich nur mal verzichten. Vielleicht so als Kult irgendwann mal, so als Aushängeschild, aber. Mhm. Nicht jetzt. Ja, Leute. Aber wenn euch die Folge gefallen hat und ihr dem Markus das auch richtig gönnt hier, dann haut das in die Kommentare, lasst Däumchen da, lasst Abo da. Könnt ihr auch mal gerne bei ihm auf Twitch vorbeischauen. Ich verlinke euch das einfach mal in der Videobeschreibung. Und ja, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und Kussi aufs Bauri. Tschüss. Ja, der ist auch noch hier. Ich wollte auch gerade sagen, wo kommt der jetzt her? Stiller Zuhörer. Ach so. Der ist ja auch noch da. Kuss auf die Nuss. Ja. Kussi auf Bauri. Sonst noch jemand da? Nee, jetzt waren es alle. Na gut. Tschüss.